Kannst du halten? Ich muss ja mein Ding ausmachen. Wenn wir ein Bild zu dritt haben, geht das? Klar. Auch zu viert. Dauert nur eine Sekunde. Ja. Auch ein Ziel. Okay. Einmal für uns bitte. Ja. Okay. Dann geht's los. Scheiße. So, legen wir los. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Hannover 96 hat, das ist ja kein Geheimnis mehr, die wichtigsten sportlichen Weichen für die Zukunft gestellt. Wie diese Zukunft aussehen soll und was wir in der Gegenwart tun, um diese Zukunft zu gestalten, das wollen wir gerne mit Ihnen besprechen, Fragen stellen und unsere Antworten geben auf Ihre Fragen. Als Gesprächspartner begrüße ich unseren Geschäftsführer Martin Kind, unseren neuen Sportdirektor Jan Schlaudraff und unseren neuen Cheftrainer Mirko Slomka. Herr Kind, Ihnen gebühren die ersten Worte. Ja, auch ich begrüße Sie herzlich. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Aber endgültig können wir es erst beurteilen, wenn alles zu Ende ist. Gucken wir mal. Und das Zweite, ich würde gerne mit einer Gratulation beginnen. Gratulation an Union Berlin, die gestern Abend den Aufstieg in die erste Liga geschaffen hat, erfolgreich. Ich denke auch insgesamt nicht unverdient. Ja, und besonders gratuliere ich natürlich unseren Spielern Manuel Schmiedebach und Florian Hübner. Und erlauben Sie mir die persönliche Anmerkung, bei uns waren sie nicht ausreichend gut. Das war die Beurteilung. Sie werden jetzt in der ersten Liga spielen und wir in der zweiten. Also manchmal sind Entwicklungen unerwartet. Deshalb also freue ich mich für die beiden Spieler von 96, dass wir letztendlich, dass sie jetzt den Aufstieg in die erste Liga erreicht haben. Ja, der VfB Stuttgart ist sicher auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich denke, unerwartet. Aber was für uns natürlich bedeutsam ist und vielleicht auch schwierig, sie spielen mit uns um den Wiederaufstieg. Es erleichtert nicht die Situation. Auf der anderen Seite, es schafft Motivation. Also gucken wir mal. Also, so schnell ändern sich immer wieder die Situationen und die Herausforderungen. Ja, das zweite Thema ist einfach ein Rückblick auf die abgelaufene Saison. Wir sind abgestiegen. Das ist schmerzhaft. Und eigentlich ein Horrorszenario, das muss man deutlich sagen. Nach 2 Jahren gerade mal wieder Bundesliga spielen wir jetzt wieder in der zweiten Liga. Das ist aber das Ergebnis und das müssen wir kritisch und auch selbstkritisch sagen. Das ist das Ergebnis vielfältiger Fehlentscheidungen, die wir getroffen haben. Und dieser Abstieg bedeutet sportlich als auch wirtschaftlich ein wirkliches Desaster. Und wenn ich auch erinnern darf, als wir in die Saison gegangen sind, war das definierte und abgestimmte Ziel ein Mittelplatz in der ersten Bundesliga. Wir sind Vorletzter geworden. Das hat natürlich im Ergebnis dann auch zu Entscheidungen geführt. Das war die Freistellung von Herrn Breitenreiter, Herrn Held und aktuell noch einmal von Herrn Doll. Wir haben natürlich intern eine Analyse durchgeführt, die wir versucht haben, umfassend zu analysieren, die Entwicklung. Ich will da nicht viel drauf eingehen, aber was ja erkennbar ist, dass die Mannschaft keine wirkliche Mannschaft war. Und das bedeutet, dass die Zusammenstellung der Mannschaft schwierig und kritisch zu beurteilen ist. Sicher sollte man auch erwähnen, das Verletzungspech von wichtigen Spielern. Vielleicht hätten wir unter anderen Szenarien mindestens den Klassenerhalt erreichen können. Und man muss auch sagen, dass einige Spieler
die Erwartungen, die wir oder die mir gegenüber für die Entscheidung intern begründet wurden. Und wenn ich das Ergebnis sehe, dann muss man sagen, dass die Spieler die Erwartungen, die wir bei der Entscheidung der Verpflichtung getroffen haben, dass diese Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dies bedeutet aus meiner Sicht eindeutig, 96 braucht einen Neuanfang. Und diesen sportlich, aber auch strukturell. Es reicht nicht Einzelentscheidungen. Und diesen Prozess der Neuordnung haben wir natürlich noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns aber in intensiven Gesprächen und das braucht Zeit. Jedenfalls dann Zeit, wenn man den Neuanfang inhaltlich auch ernst meint. Und das, was wir natürlich schon diskutiert haben, und das hängt natürlich mit der Verpflichtung des Sportdirektors als auch des Trainers zusammen, dass wir mindestens im Sport einige Dinge einfach definieren mussten und definiert haben. Das erste ist, dass wir eine eigene Spielphilosophie versuchen zu definieren, aber auch eben, und das ist entscheidend, umzusetzen. Das soll das Maß der Entscheidung bezogen auf Trainer und Spieler, diese Spielphilosophie, die Zukunft letztendlich definieren. Ich sage es mal sehr plakativ, attraktiver Fußball, schneller Fußball und erfolgreicher Angriffsfußball. Ich will das mal unter diesem Arbeitstitel subsumieren. Und danach müssen dann natürlich auch Profile der Trainer als auch Profile der Spieler definiert werden und entsprechende Entscheidungen auch tatsächlich dann umgesetzt werden. Wir brauchen einfach eine Orientierung dessen, was wir wollen, damit wir nicht bei jedem Trainerwechsel oder bei jedem Wechsel eines Sportdirektors wieder bei Adam und Eva beginnen und das endet nachher in einer diffusen Wahrnehmung eines Bundesliga-Vereines. Das ist nicht vertretbar, das wollen wir ändern, aber ich muss auch deutlich sagen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern wir brauchen Zeit. Da bitte ich auch um Ihr Verständnis. Und das bedeutet natürlich auch, dass der gesamte Trainingsbetrieb auf diese Philosophie ausgerichtet werden muss. Der ganze Staff um die Mannschaft herum muss diese Profile erfüllen. Aber eben, das muss auch fortgesetzt werden in der Struktur unseres Nachwuchsleistungszentrums. Und dort auch wieder der Spielphilosophie, der Profile der Trainer, aber eben auch die Auswahl bei Verpflichtungen von Spielern in der beginnend U15 dann bis zur U23. Noch einmal die Anmerkung, wir brauchen Zeit. Aber wichtig ist, dass wir es wollen. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir das umsetzen. Und ja, ich freue mich, dass wir Jan Schlaudraff verpflichten konnten. Er hatte auch Interesse dran, das kann ich auch sagen. Wir hatten ja schon einen Arbeitsvertrag. Ich würde auch gern hier nur anmerken, ich habe mal 3 Wochen nur mal die Presse gelesen. Wenn ich allen meine Kommentare seriös formulieren würde, würden manche nicht gut dabei wegkommen. So, Jan, warum haben wir Zeit gebraucht? Weil wir vom Grundsatz waren, dass Herr Jan einen Vorgesetzten bekommt. Und da habe ich vielfältige Gespräche geführt. Teilweise war Jan auch eingebunden und informiert. Und das braucht Zeit. Aber wir sind dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was wir erreichen wollen in einer solchen Konstruktion und mit den handelnden Personen eher nicht leichter wird. Und was Jan, und das habe ich in der Übergangsphase jetzt sehr schnell lernen dürfen, Jan ist lernwillig, was noch wichtiger ist, Jan ist lernfähig, er ist loyal. Ich gehe mal davon aus, ist jetzt so und das wird sich eher positiv weiterentwickeln. Es geht um 96. Es geht nicht um eine Ich-AG. Es geht um 96. Und er weiß auch, dass er noch Erfahrung entwickeln muss. Das ist ein Prozess. Erfahrung zu entwickeln ist ein Prozess, der braucht auch eine gewisse Zeit. Aber das Fundament, sportlich und auch darüber hinaus, das Fundament ist vorhanden. Und das Letzte, Jan hat auch gute Marktkenntnisse um diesen Markt, sodass wir hier sehr schnell deutlich wahrgenommen werden und dass wir handlungsfähig sind.
Also Jan, freue mich und ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin und gucken wir mal. So, dann Mirko Slomka, naja gut, das ist, kennt ja jeder, er ist ja Hannoveraner, wobei er ist, wie andere auch, das möchte ich auch mal sagen, immer heißt es, Hannover ist keine schöne Stadt, Hannover ist eine super Stadt, nur sie wissen es alle nicht, das ist das Problem. Aber wenn man hier lebt, dann weiß man es irgendwann. Und ich erinnere daran, dass Spieler wie Christian Schulz, wie Jan, Steven Cirundolo, Altin Lala und andere ihren Wohnort nach Hannover verlegt haben. Sie leben heute hier. Sie sind Hannoveraner. Sie identifizieren sich mit dieser Stadt und diesem Verein Hannover 96. Mirko Slomka dagegen ist natürlich ein Hannoveraner. Das ist schon noch mal ein Urgebürtiger, nicht? Kann man das so sagen? Oder Halbgebürtiger? Nicht ganz. Ich auch nicht. Hildesheim ist ja ein Vorort von Hannover. Ja, okay. Das hört die gar nicht gern. Man wird leidensfähig im Leben. So, also, Mirko Slomka ist Hannoveraner, darauf haben wir uns verständigt. Er hat eine erfolgreiche Zeit in Hannover vertreten. Die Euroleague-Spiele waren unvergesslich. Ich erinnere insbesondere an Sevilla und Kopenhagen. Das war schon etwas Besonderes. Schade, dass es dann unterbrochen wurde. Erlauben Sie mir die persönliche Anmerkung. War nicht nötig. Aber man lernt ja im Leben und entwickelt sich weiter. Okay, dann jetzt ist 96, ist immer seine große Liebe. Vielleicht darf ich das persönlich anmerken. Wir treffen uns relativ häufig, reden aber nicht über Fußball, auch nicht über 96. Das war, haben wir bewusst im Wesentlichen ausgeklammert. Und, aber ich wusste natürlich immer, dass er Hannoveraner ist, dass er erfolgreich war und dass er 96 liebt. Das war mir immer auch bewusst. Und deshalb sieht er jetzt diese Verpflichtung sicher als Herausforderung, aber eben auch als Chance. Und die wollen wir ja gemeinsam auch erfolgreich nutzen. Und besonders natürlich Mirko Slomka. Beide, Jan Schlaudraff und Mirko Slomka, identifizieren sich mit Hannover. Sie identifizieren sich mit Hannover 96. Und sie haben eine erfolgreiche Zeit als Spieler und als Trainer hier erlebt. Und wir haben ja tolle Zeiten gemeinsam auch erlebt. Und sie haben gemeinsam ein überzeugendes Konzept erarbeitet. Und sie haben insbesondere klare sportliche Vorstellungen. Wenn Sie dann Fragen haben, das sollten Sie den beiden dann auch stellen. Und ich denke, im Ergebnis haben wir eine Kombination, ein erfolgreicher Trainer und ein junger, hungriger, sportlicher Leiter. Das ist, glaube ich, die Synthese, die man braucht aus Erfahrung und Zukunft, die wir jetzt hier entwickeln wollen. Und deshalb sind wir, insbesondere ich, von beiden überzeugt. Und das Letzte, was ich jetzt in der Einleitung noch sage, unser Ziel ist der Wiederaufstieg. Dann werde ich nachher auch was zur Presse sagen. Das wollen Sie dann vielleicht nicht hören, aber Sie können den Raum ja dann verlassen. Okay, so, jetzt fangen wir an. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kind. Jan, Herr Kind hat es gerade gesagt, Anfang des Jahres haben wir bekannt gegeben, dass du zur neuen Saison in die sportliche Leitung aufrückst. Jetzt ist alles ein bisschen anders und auch ein bisschen schneller gekommen. Wie groß sind bei dir die Vorfreude auf und der Respekt vor der neuen Herausforderung als Sportdirektor? Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Ich glaube, die Vorfreude ist riesig. Es war ein bisschen anders geplant. Herr Kind hat schon ein bisschen über die Umstände gesprochen. Ich glaube, dass sich jeder vorstellen kann, dass es mit Sicherheit nicht leicht wird hier. Es wird eine große Herausforderung sein in dieser und auch in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit, hier etwas auf die Beine zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Aufgaben nur gemeinsam angehen können. Ich glaube auch, dass wir in der Konstellation mit dem Trainer jetzt, mit Herrn Kind und mit mir in der Lage sind, hier die Dinge voranzubringen. Und ich kann nur sagen, für mich, dass ich, so wie Herr Kind es eben auch gesagt habe, für mich war es eigentlich klar, dass der Weg über einen Assistenzjob dann in den nächsten Jahren nach oben kommt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Ich bedanke mich natürlich für das Vertrauen, das Herr Kind jetzt in mich setzt, was der ganze Verein in mich setzt, und werde versuchen, das mit harter Arbeit, aber auch mit der nötigen Geduld natürlich anzugehen.
perspektivisch, Herr Kind hat es eben schon gesagt, mit dem Wiederaufstieg, natürlich sehen wir uns perspektivisch in der ersten Liga, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir den Faktor Zeit nicht außer Acht lassen sollten, weil jeder weiß, in knapp 3 Wochen ist Vorbereitungsstart und wir müssen schon gucken, dass wir jetzt die Dinge zügig und mit harter Arbeit schnell auf den richtigen Weg bringen. Insgesamt und das zur Philosophie und zu dem, was wir machen wollen und was ich mit dem Trainer auch besprochen habe, ist es so, dass wir insgesamt schon versuchen wollen, eher zu agieren als zu reagieren. Wir wollen versuchen, Fußball auf den Platz zu bringen, der die Leute und das Umfeld hier begeistert, so wie wir es in der Vergangenheit auch schon mal getan haben. Und wir wollen versuchen, die Fans wieder ein Stück weit mitzunehmen, dass sie das Gefühl haben, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die marschiert und die alles gibt, um diesen Verein erfolgreich zu machen. Ja, vielen Dank, Jan. Mirko, du warst vorhin schon früh auf der Geschäftsstelle, hast viele Hände geschüttelt, viele bekannte Gesichter gesehen. Wie fühlt es sich an, nach 5,5 Jahren wieder bei 96 zu sein? Ja, auch jetzt, ne, sehe ich eine ganze Menge bekannter Gesichter und freue mich darüber, dass so viele eigentlich noch da sind und den Verein weiterhin begleiten. Und ich hoffe, das wird auch in der Zukunft eher ja, eine angenehme Begleitung. Es wird positiv, wir können was feiern, wir können über schöne Dinge schreiben und irgendwie sagt man dann immer, man kommt nach Hause. Das wäre mir allerdings in diesem Fall doch ein Stück zu viel, weil mein Zuhause ist da, wo ja, meine Familie lebt. Aber in Hannover. Genau, in Hannover natürlich, klar. Aber wenn man jetzt hierher kommt, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, man ist in der Heimat. Das kann man, glaube ich, sagen. Also Heimat bedeutet ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Und das habe ich. Ich fühle mich pudelwohl, wenn ich hier durch die Geschäftsstelle gegangen bin. Und ich denke, nachher werden der Jan und ich auch noch mal die Veränderung hier in den Räumlichkeiten uns genau anschauen. Ich glaube, dass man da ja viel Neues entdecken wird. Neben den bekannten Gesichtern auch viel, viel neue Gesichter und viele Neuigkeiten auch auf der Geschäftsstelle. Aber es ist ein angenehmes Gefühl. Ich freue mich total, dass wir diese Gespräche geführt haben, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Und selbstverständlich bin ich genauso wie der Jan und natürlich auch wie ein Kind, wie man gerade hören konnte, total motiviert, hochmotiviert an dieser Aufgabe zu arbeiten, diesen tollen Club, den Fans gemeinsam mit der Mannschaft, mit dem ganzen Team, was wir zusammengebaut haben, hier wieder schöne Momente zu bieten. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe. Ja, wir haben sehr wunderschöne, erfolgreiche Zeiten gehabt, wir haben tolle Momente in Europa erlebt. Jan und ich haben so einen gewissen Stallgeruch, glaube ich, der auch gut tut, weil das einfach insgesamt dann ein bisschen schneller funktionieren kann. Das ist auch gut, finde ich zumindest, dass mein Verhältnis zu Herrn Kind jetzt sagen wir, sehr intensiv war in den letzten Jahren. Wir haben ja nie irgendwie uns auseinandergelebt, wir sind immer verbunden geblieben und ich glaube, das ist durchaus hilfreich, um gewisse Dinge schneller auf den Weg zu bringen, als wenn man jetzt ja, in einen neuen Verein kommt. Ich fühle mich quasi angekommen und ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir ja alles dafür tun, wir alle drei, aber Sie auch und all unsere Mitarbeiter dafür tun, die Ärmel hochkrempeln und ja, hart daran arbeiten, so wie es in der zweiten Liga auch notwendig sein wird, hart daran arbeiten, wieder zurückzukehren, perspektivisch zurückzukehren, selbstverständlich auch in die erste Bundesliga. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Mirko, vielen Dank. Das war ein guter Schlusspunkt für die Einleitungsrunde. Jetzt seid ihr, jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen. Einen Augenblick warten, Fingerzeig, dann kommt meine Kollegin Aline mit dem Mikro für eure Frage. Wir fangen an bei Andreas Willecke von der Neuen Presse. Aline, hier vorne. Frage an Mirko und Jan. Ihr wart, eure Rollen waren ja festgelegt, als ihr zusammengearbeitet habt. Du warst Trainer, Jan war Spieler und dann musst du wahrscheinlich so ziemlich das machen, was du gesagt hast. Wie ist das jetzt in der neuen Rolle, sich zusammenzufinden? Gibt es da Probleme? Nein, da gibt es keine Probleme. Ich glaube, es war früher so, dass die Hierarchie klar war und jetzt ist sie das auch. Also es gibt klare Zuständigkeitsbereiche für den Trainer, es gibt klare Zuständigkeitsbereiche für den Sportdirektor und damals war es natürlich so, oder die Konstellation ist natürlich speziell, dass ein Spieler da oder einer, der damals ein Spieler war von Mirko Slomka, jetzt zu seinem Chef geworden ist. Aber ich glaube, dass das zwischen uns und in diesem Verein überhaupt kein Problem sein wird. Also für mich ist das natürlich auch gar kein Problem.
Ich erinnere mich gerne zurück an solche Momente, wo der Jan dann auch mal einen Elfmeter in der Europa League irgendwie zum 2-1 reingechippt hat. Da bin ich natürlich wahnsinnig geworden. Und ich glaube, es gibt auch in naher Zukunft vielleicht Momente, wo wir anderer Meinung sein können. Und das muss auch so sein, dass wir kontrovers diskutieren, um dann zu einer geschlossenen und richtig guten Meinung zu kommen und das auch dann gemeinsam zu entscheiden. Also ich kann nur sagen, dass die letzten Wochen und auch die letzten Tage, die waren besonders intensiv, wenn man sich um den Kader kümmert und wenn man den Staff zusammenbaut und wenn man sich trifft und viel telefoniert und versucht, das auf den Weg zu bringen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine hervorragende Zusammenarbeit haben werden. Dann geht's weiter hinten bei Sven Töllner von Sky. Herr Kind, Sie hatten ja gerade gesagt, nicht bei jedem Wechsel eines Sportdirektors oder Trainers darf es dazu kommen, dass man bei Adam und Eva wieder anfangen muss. Wie wollen Sie denn gewährleisten, dass die Identität des Vereins personenunabhängig bestehen bleibt? Müssen Sie da noch eine Instanz einziehen? Müssen Sie dafür noch jemanden einstellen? Also ich bin erstmal ein Anhänger von flachen Strukturen. Also ich halte nichts von sehr tiefen Organisationsstrukturen, weil sie viel zu viel Ressourcen binden und auch Konfliktpotenziale unter Umständen sich dort entwickeln. Nein, wir werden strukturell das so entwickeln, dass dort, wo die Philosophie 96 umgesetzt werden muss, das werden wir gemeinsam entwickeln. Und wir haben dann natürlich ein besonderes Thema. Das ist das Thema der Transferentscheidung, die ja auch in diese Philosophie dann einzubinden ist. Und da sind wir in der wesentlichen, oder ich erinnere, ich habe ja mal versucht mit Herrn Andermatt, das im Aufsichtsrat eine solche Position zu schaffen. Das hat sich aus verschiedenen Gründen nicht bestätigt. Aber die Idee ist trotzdem richtig. Ist deshalb ja nicht falsch, weil sie sich nicht bestätigt hat. Und wir werden jetzt, und das haben wir verabschiedet, ein anderes Modell entwickeln oder haben wir verabschiedet und umsetzen, um diese Entscheidung zum Beispiel innerhalb dieser Philosophie strukturiert, reproduzierbar, diese Entscheidung dann abzustimmen und zu treffen, zum Beispiel. Und da gibt es in jedem Feld, das heißt, die gesamte Organisation 96 steht auf dem Prüfstand und muss der gesamten Philosophie ein- und untergeordnet werden. Auch ein alter Bekannter, Stefan Hox, Radio 21. Doppelfrage? Aber hallo, okay. Mit Anlauf. Ja. Herr Slomka, geben Sie uns noch mal einen kleinen Einblick in Ihr Gefühlsleben. Heimat haben wir gehört. Nun gab es ja auch eine Pause. Es ist insgesamt der dritte Job bei 96 nach Jugendarbeit und Co-Trainer-Job und Cheftrainer natürlich. Dann wäre es der vierte. Ja, drei gab es, Entschuldigung, ja, so wollte ich sagen. Herr Kind hat von einem diffusen Bild gesprochen, das möglicherweise entstanden ist. Wie lange braucht es denn, um diese Tonne mit ganz, ganz vielen 100 Puzzleteilchen so weit zu bringen, dass die Puzzle möglichst komplett werden? Denn es fehlt ja personell noch einiges, wenn man so von außen drauf guckt. Ja, ich sag mal, klar ist, laufen wahnsinnig viele Verträge aus hier im Club und wir müssen viele Gespräche führen. Wie Sie gerade schon ein bisschen heraushören konnten, komme ich auch nicht mit einem Trainerteam hier an den Start, sondern werde die Ressourcen des vorhandenen Teams hier nutzen, die im Verein da sind. Deswegen haben wir jetzt auch intensive Gespräche geführt, um uns kennenzulernen. Was im Übrigen auch ganz gut ist, mal so einen kompletten Schlussstrich zu machen, um zu sagen, ich möchte andere Einflüsse auf mich wirken lassen, möchte nicht jemanden um mich herum haben, der sagt, oder von dem ich weiß, dass er sowieso alles das macht, was ich möchte, sondern ich möchte jemanden mit einbinden und ihn davon überzeugen, dass das, was ich möchte, richtig gut ist. Ich möchte aber auch ein Feedback haben, genauso wie ein neuer Mitarbeiter natürlich mehr Feedback von mir benötigt. Und ich glaube, es ist gut für beide Seiten, so etwas Neues anzugehen und sich neu zu orientieren und selber auch einen anderen Input zu bekommen. Das gilt ja auch für Jan und für die Zusammenarbeit zwischen Jan und mir und natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Herrn Kind und all den Verantwortlichen dieses Clubs. Und ich spüre da einfach einen großen Zusammenhalt und ich kann noch mal betonen, dass ja diese Erfahrung, die Jan und ich auch erlebt haben in den Spielen, in den guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten, wo der Jan auch mal nicht so wohl gelitten war bei mir, dass das natürlich Erfahrungen sind, die Gold wert sind, auch für die Zusammenarbeit, weil wir natürlich Reaktionen erlebt haben miteinander. Also solche und solche. Und ich glaube, dass wir
dass wir daraus auch einen unglaublichen Mehrwert schaffen können für die Zukunft und für unsere Zusammenarbeit, weil man diese Phase, die haben wir eigentlich schon erlebt, ja, wenn es mal schlechte Momente gibt und gute Momente. Also das wollen wir natürlich nutzen. Und all das, was drumherum ist und was auch Herr Kind angesprochen ist, dass wir neue Strukturen brauchen, dass wir einen anderen Trainingsbetrieb brauchen, dass wir natürlich eine Mannschaft haben wollen, die in der zweiten Liga sehr attraktiv und offensiv natürlich ausgerichtet ist. Das ist auch klar. Das wollen allerdings alle. Alle sagen, ja, wir wollen attraktiven, offensiven Fußball, unsere Fans sollen begeistert werden. Ja, wir wollen unsere Fans begeistern. Definitiv wollen wir das. Das kann mal attraktiv, offensiv, total kreativ sein und manchmal muss man sich vielleicht auch mal einen Moment zurückziehen. Sie erinnern sich alle an diese 10-Sekunden-Regel, die wir damals hatten, schnell den Ball gewinnen. Diese Momente gibt es immer, auch wenn man mit ganz viel Ballbesitz und Dominanz spielt, was wir jetzt mal eher erwarten als Hannover 96 in der zweiten Liga. Und trotzdem wird es Momente geben, wo man ganz schnell umschaltet. Und wenn wir das jetzt sehen im Spitzenfußball bei Bayern oder Liverpool, da gibt es diese Momente auch. Und das muss man alles intensiv erarbeiten. Und das werden wir tun, auch mit einer wahrscheinlich überwiegend frischen Truppe, gespickt mit Spielern, die man hoffentlich halten kann. Und wo man sagt, hier ist eine gute Mischung zwischen Jungs auf dem Platz, die noch ganz viel erreichen wollen, ganz viele Ziele haben, und anderen, die möglicherweise schon hier sind, aber die sagen, ah, ich möchte diesen Verein wieder zurückbringen in die erste Bundesliga. Das ist unser Auftrag. Ja. Natürlich wollen wir begeistern. Natürlich bin ich begeistert, dass ich das dass ich da mitwirken kann. Und ich glaube, das müssen wir rüberbringen in den nächsten Wochen, wenn die Vorbereitung startet. Dann müssen wir alles auf den Weg gebracht haben, was uns wichtig ist. Aber persönlich, waren wir jetzt gerade der Moment? Der Moment war eigentlich nie weg. Manchmal hat der Kind eine andere Entscheidung getroffen. Das ist halt so, ne? Das Leben ist bunt. Das Leben ist bunt. Nein, es war eine sehr intensive Zeit auch für mich. Also das, was man ja so öffentlich verfolgen konnte, war natürlich viel Medienarbeit, sei es nun bei Sky oder auch bei Amazon für die Bundesliga. Das hat man ja nicht so sehr mitbekommen vielleicht. Aber es war auch eine sehr intensive Fortbildungsmaßnahme in der DFB-Akademie zu einem noch besseren Trainer hoffentlich. Es war eine sogenannte Elite-Ausbildung, die ich da erfahren durfte. Da war auch unter anderem Niko Kovac dabei oder Manuel Baum. Sehr spannende Themen, die jetzt mal ganz weg von Taktik sind, sondern eher in eine andere Richtung gehen. Und das ist alles hilfreich, sich da weiterzuentwickeln, viele Spiele zu sehen. Und die beste Maßnahme für uns Trainer, die jetzt eine lange Zeit vielleicht nicht auf dem Platz selber arbeiten dürfen, ist sowieso Spiele gucken. Und davon, glauben Sie mir, habe ich eine ganze Menge gesehen. Nicht nur das Leben ist bunt, sondern auch die Fragen. Es geht keine verloren. Ich habe fast alle Wortmeldungen gesehen. Wir machen mal hier weiter am NDR-Tisch mit Herrn Heuer, danach Frau Tobias, danach Frau Kunze. Dann haben wir alles in einem Abwasch. Eine Frage an Herrn Kind. Herr Kind, nach dem letzten Abstieg haben Sie ja gesagt, der Wiederaufstieg sei alternativlos. Sie sind ja eigentlich auch dafür bekannt, Ziele immer schnell auszugeben. Wie würden Sie es denn diesmal formulieren? Was heißt schnell? Das ist überlegt, um das deutlich zu machen. Denn gucken sich die manche Vereine an, die in der zweiten Liga festsitzen und scheinbar größte Probleme haben, noch einmal den Turnaround zu schaffen, bis hin, dass sie dann sogar einige Vereine auch in der dritten Liga in der Zwischenzeit spielen. Sie haben keine lange Zeitachse, um ein solches Ziel zu erreichen. Idealerweise eine Saison, weil sie aus vielen Gründen da noch bestimmte Dinge aus der ersten Liga mit fortsetzen können. Sie haben ja noch Strukturen und. Also eine gewisse Basis ist da. Und das ist natürlich aus meiner Sicht deshalb auch wichtig, ein Ziel zu definieren. Und das Ziel auch dieser Saison ist, den Wiederaufstieg zu erreichen. Silke Tobias von NDR1 macht weiter. Frage an den neuen Cheftrainer, an Mirko. Es ist viel immer hier auch von Philosophie, von der neuen Philosophie von Hannover 96 jetzt die Gerede gewesen. Wie soll die aussehen und wo sind die Spieler dafür? Ja, wir haben uns ja zunächst mal darauf festgelegt, dass wir sehr offensiv stark sein wollen, dass wir Schnelligkeit brauchen, dass wir uns natürlich eine Systematik erarbeiten, die jetzt nicht starr sich um ein System kümmert, sondern es muss natürlich auch ein fließendes System sein. Ja, der Fußball ist sehr, sehr modern geworden. Fließende Organisationsstrukturen gehören auch bei einer Mannschaft mit dazu. Aber natürlich wollen wir Spieler haben, die
die die Fans begeistern. Und das kann man in den besten Fällen, wenn es jemand schafft, ein 1-gegen-1-Duell zu gewinnen und sehr schnell zu sein. Und wenn man dann noch schöne Tore machen kann, ist das wunderbar. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, den Jan und ich natürlich zu erfüllen haben, auf den Markt zu gucken, alle unsere Kontakte zu nutzen, alle möglichen Leute anzurufen, die uns helfen können, Spieler selber anzuschauen, alles zu tun, um für uns diese Mannschaft aufzubauen, die, wie Herr Kind sagt, die Chance hat, auch in die erste Liga wieder aufzusteigen. Natürlich in dem Wissen auch, dass wir starke Konkurrenten haben. Ne? Wir schauen nach Hamburg, klar, wir schauen natürlich nach Nürnberg, wir schauen auf den VfB Stuttgart und es wird auch in der neuen Saison wahrscheinlich eine Mannschaft geben, die durchaus überraschend vorne auftauchen kann, wie in diesem Jahr Paderborn. Und insofern glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir alle Ärmel hochkrempeln und daran arbeiten und zwar jeden Tag und ausgiebig und ohne Unterlass, um diese Spieler für uns herauszubilden und herauszufiltern. Das ist ein schwerer Job jetzt gerade, weil sehr viele Verträge auslaufen. Aber das tun wir und wir wollen dieser Mannschaft ein Gesicht geben, das euch und natürlich auch die Fans begeistert. Tabea Kunze vom NDR. Eine Frage an Herrn Kind. Es war jetzt viel der Blick in die Vergangenheit, es ging viel um schöne Erinnerungen. Nee, habe ich nur wenig gesagt. Wenn ich alles sagen würde, wäre nicht gut. Genau, das wäre auch nicht gut. Aber was hat denn für Sie jetzt konkret den Ausschlag pro Mirko Slomka gegeben? Also was trauen Sie ihm mehr zu als möglichen anderen Kandidaten? Das ist jetzt ein bisschen unfair. Wir müssen sich Namen nennen. Nein, wir haben sehr viele Gespräche geführt. Und es waren viele gute Kandidaten, über die man jeden Einzelnen wirklich seriös diskutieren kann. Wir haben aber dann uns zum Schluss auf wenige Trainer reduziert, haben mit diesen Trainern gemeinsam Gespräche geführt und die Erkenntnis war, es gibt vielfältige Argumente, dass wir dann gesagt haben, Mirko Slomka ist der Trainer, mit dem wir diesen Weg jetzt gehen wollen. Michael Richter vom Kicker macht weiter. Michael, einmal kurzes Handzeichen für Aileen. Genau. Ich wollte eigentlich was anderes fragen, weil es jetzt gerade zu dem Thema passt. War das denn eine aktive Entscheidung von Ihnen oder muss man sich das ähnlich wie bei der Sportdirektorensuche vorstellen, dass es letztendlich auch einige Absagen gegeben hat? Und er hat dann, auch wenn die Zeitungen schreiben, ja, ich habe da was gelesen, wir haben einmal telefoniert. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Alle sind, die mit denen wir gesprochen haben, sind deutlich interessiert, zu 96 zu kommen. Sagen wir nicht Absagen, sondern die dann letztendlich nicht zur Verfügung. Dass man das gerne dann als Absage tituliert, um den Wert zu erhalten, ich will das nicht weiter kommentieren, habe ich auch volles Verständnis. Machen wir weiter. Ja, eine Nachfrage bitte. Mirko, die Frage an dich, war jetzt nur der. Du hast diese schwere Zeit damals hier in Hannover erlebt. Ich erinnere daran, es war vieles im Ungewissen nach der Tragödie um Robert Enke. Dann bist du derjenige gewesen, der die Sache hier zu einem nachhaltigen Erfolg geführt hat. Was ist eigentlich von damals noch reproduzierbar? Kannst du da sagen, das passt genau zu dem Verein, das können wir nochmal genauso machen? Und was musst du vielleicht ganz anders machen jetzt? Gibt es da Sachen, auf die du zurückgreifen kannst? Naja, es ist natürlich zunächst mal so, Michael, dass wir jetzt in einer anderen Liga spielen, dass wir natürlich eine andere Art von Fußball brauchen, um uns auch durchzusetzen. Ja, schauen wir auf das Spiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, das 0-0 oder auch das Hinspiel, das 2-2, das ist schon, hat schon eine Prägung auch von einer anderen Körperlichkeit. Ja, auch wenn unsere Maxime, Jan wird sich gut daran erinnern, immer gewesen ist, dass unser Fitnessstand so sein muss, dass diese Jungs marschieren können über 90 Minuten oder auch mehr. Das war immer ein ganz wichtiges Element für mich als Trainer. Aber es ist trotzdem eine andere Liga, es sind andere Herausforderungen, die wir benötigen. Aber darauf müssen und werden wir uns auch einstellen. Aber na klar, ich glaube, wir haben mit unserer Art des Spiels von damals auch heute eine richtig gute Chance. Nur müssen wir sicherlich davon ausgehen, dass die Ballbesitzphasen deutlich erhöht sind gegenüber den Ballbesitzphasen, die wir in der Bundesliga damals hatten. Das war auch nicht unser Hauptziel. Jetzt wird es das Hauptziel sein, beides auch miteinander zu verknüpfen. Und wir wagen nochmal den Blick zu den großen Mannschaften in Europa. Es geht auch immer darum, sehr schnell die Räume gut zu besetzen, um die Rückgewinnung des Balls zu erarbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt
des modernen Fußballs. Da kann man in jede Mannschaft gucken. Und die, die das am besten können, die werden auch sehr, sehr erfolgreich sein. Und das werden wir wahrscheinlich am Samstag, Herr Kind, live in Madrid beim Champions-League-Finale nochmal sehen können, wie das dann auch funktionieren kann bei diesen beiden Teams, die aus England kommen. Also das wird eine Aufgabe sein und auch der Auftrag sein, diese Spieler dann halt auch zu finden. Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, dass sich die Bedingungen für mich als Trainer hier nochmal verbessert haben, mal unabhängig von der Liga. Ich glaube, es gibt einen weiteren Top-Trainingsplatz, den ich jetzt ja schon gesehen habe. Damals hatten wir eigentlich ja mehr oder weniger nur einen zur Verfügung. Es gibt einen Umbau hier unten im Kabinenbereich, der sicherlich auch besser ist, der alles besser gemacht hat. Und das müssen wir einfach versuchen zu nutzen. Und ganz wichtig dabei, und das hat der Kind auch gesagt und auch der Jan hat das gesagt, ist die Entwicklung einer Struktur, die natürlich auch Hierarchien hat, aber wo wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, dass diese Mannschaft funktioniert. Dann geht es weiter hinten bei Herrn Fischer von RTL Nord. Herr Kind, in der Ära Schmatke-Slomka gab es ja zum Schluss durchaus einige Dissonanzen. Wie wollen Sie jetzt gewährleisten, dass zwischen Sportdirektor und Trainer das nicht noch einmal passiert und hier am Ende wieder alles bei Adam und Eva anfangen muss? Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich kenne beide gut. Ich kenne beide auch lange. Sie haben sich auch vor dieser Entscheidung sehr intensiv miteinander ausgetauscht. Und meine Beobachtung ist, und das ist der Vorteil von uns Menschen, wenn wir lernwillig sind, dass wir uns weiterentwickeln können. Und dass wir auch wissen, dass wir nur gemeinsam Ziele erreichen können. Wir dürfen keine Ressourcen intern aufbrauchen, die wir eigentlich extern benötigen. Und genau unter diesem, und da haben wir uns ausgetauscht, unter dieser Zielsetzung wollen wir gemeinsam antreten, aber wir wollen auch, um gewisse Konfliktpotenziale gar nicht entstehen zu lassen, auch die Kommunikation als auch die Entscheidungsprozesse dazwischen neu organisieren, damit wir im Ergebnis uns auf das Wesentliche, und das ist die Arbeit des Trainers mit der Mannschaft und der sportlichen Ziele, konzentrieren können. Also ich bin aufgrund der Gespräche optimistisch, dass das eine sehr gute Entwicklung nehmen wird. Und wer hat dann das letzte Wort? Sie? Zum Schluss ja. Das ist halt so. Wenn man organisatorisch denkt, ist es so. Wenn man inhaltlich denkt, ist es natürlich differenziert, sondern wir werden das gemeinsam da machen. Aber auch nur dann, wenn der Konsens so nicht hergestellt werden kann, dann muss es ja immer eine Entscheidung geben. Oder eben auch keine. Auch das kann natürlich das Ergebnis einer solchen Diskussion sein. Also wir sind da gut aufgestellt und wir wollen alle diese Spielregeln auch leben. Das kann ich jetzt hier sagen, wenn einer dagegen verstößt, dann hat er zugestimmt, obwohl er schon dagegen verstoßen will. Das unterstelle ich keinem. Nein, wir wollen diese Struktur jetzt wirklich entwickeln. Und ich bin überzeugt, dass das dann auch erfolgreich sein kann. So, Fragen an Jan, an Mirko und an Herrn Kind. Christian Otto, freier Journalist, mach weiter. Eine Frage an Jan Schlaudraff. Mit Blick auf den aktuellen Kader ist jetzt auch bekannt, wie das Saisonziel von 96 ist und wie die Mitbewerber um den Wiederaufstieg aussehen. Wie stark muss eigentlich aus deiner Sicht in den Kader investiert werden? Oder ist es am Ende keine Frage von Budgets oder Geld, sondern eher von, wie man Spieler mit dem richtigen Charakter findet? Und Anschlussfrage, ist das eigentlich nach einer solchen Saison, die ja, Herr Kinz hat ja eben desaströs genannt, ist es schwieriger geworden, gute und lernwillige Spieler zu finden, die hierher kommen? Ja, also ich glaube, dass es natürlich nicht einfach wird, ist klar. Wir haben einen sehr, sehr großen Umbruch zu bewältigen. Es war so, dass ich gesagt habe oder jetzt in den letzten Wochen mit Herrn Kind zusammen natürlich Dinge versucht habe vorzubereiten. Nichtsdestotrotz ist es immer hilfreich, auch für einen Sportdirektor, wenn er einen Trainer an seiner Seite hat, wo er zu den Spielern gehen kann, wo er mit den Beratern sprechen kann und sagen kann, das ist unser Weg, das ist der Trainer, der baut auf dich, weil natürlich viele in den Gesprächen danach gefragt haben, wie sieht die sportliche Führung letztendlich aus, wer ist der Trainer, wie wird geplant, und von daher glaube ich, dass wir uns bewusst sind, dass es nicht ganz leicht wird, dass ich auch mit dem Trainer gesprochen habe, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Trainingsstart die komplette Mannschaft schon zur Verfügung haben wird, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist das, was Herr Kind ja auch gesagt hat, müssen wir versuchen, uns gerade in diesen
in diesen Fragen der Transfers etwas breiter aufzustellen, dass wir uns da rückversichern, dass wir versuchen, dort gute Entscheidungen zu treffen und dann jetzt über den Saisonstart hinaus, auch mit Blick in die Saison rein, versuchen uns sukzessive immer wieder zu verstärken, um dann eine Mannschaft auf den Platz zu bekommen, die marschieren kann und die in der Lage ist, die Fans mitzunehmen und zu begeistern. Sebastian Stiekel von der dpa macht weiter. Gerne direkt daran anschließend, Herr Schlaudorf, können Sie diesen Umbruch, von dem Sie sprachen, ein bisschen präzisieren? Also gibt es Spieler, die Sie unbedingt halten wollen? Haben Sie eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung, wie viel Sie noch brauchen bis zum Saisonstart? Und so wie Herr Slomka das eben angedeutet hat, das ist halt, wie ist der Unterschied zwischen zweiter und erster Liga so groß, dass das vielleicht auch einen bestimmten Spielertyp erfordert, also physisch von der Prägung, dass man für diese Liga eben auch bestimmte Spieler braucht? Ja, absolut. Ich glaube, dass die Körperlichkeit, dass man das auch gesehen hat, auch jetzt gestern wieder bei Union Berlin, dass die Körperlichkeit schon eine große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz müssen wir halt versuchen, im Team, der Trainer mit seinen Vorstellungen, ich mit meinen Vorstellungen, dass wir versuchen, etwas uns zu erarbeiten, damit wir wissen, diese Spieler brauchen wir, diesen Fußball wollen wir spielen und danach suchen wir die Spieler auch aus. Und das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste Faktor, dass wir da eng zusammenarbeiten. Da gehört natürlich auch ein Team drumherum dazu, da gehört sein Trainerteam dazu, da gehört auch das Team dazu, was mich noch unterstützen wird in naher Zukunft. Und dann müssen wir alle gemeinsam versuchen, mit dem, dass Herr Kind am Ende immer draufschauen muss und damit d'accord sein muss, was auch ganz klar ist. Und da müssen wir versuchen, uns das zu erarbeiten, das Vertrauen, was bei Herrn Kind ein Stück weit verloren gegangen ist, uns mit harter Arbeit, indem wir versuchen, ihn davon zu überzeugen, ihn mitzunehmen, ihn für uns zu gewinnen, um dann auch in diese Mannschaft zu investieren, um konkurrenzfähig zu sein. So, dann machen wir hier vorne weiter bei Dirk Dietenberg von der Neuen Presse und Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Aline, hier vorne. Schlecht geplant. Ja, die Fragen sind so, wie sie sind. Ich versuche schon ökonomisch. Weite Wege, ja gut, danke. Ja, Mirko, willkommen zurück erstmal. Danke. Eine Frage habe ich noch, also die konkretisiert quasi die Frage von vorhin. Jetzt ist klar, du bist Trainer, das ist jetzt auch eine Frage an beide. Das gilt ja auch für die, deren Verträge auslaufen, mit denen noch gesprochen wird. Ist denn schon klar, ob Marvin Bakerlords, Michael Esser, gut, Oliver Sorg ist bereits weg, Philippe, den du übrigens ja auch geholt hast, wenn ich mich recht entsinne, ob die in euren Planungen jetzt eine Rolle spielen? Haben die sich schon gemeldet? Hast du mit denen schon gesprochen? Und wie sieht es vor allem, was ja die Personalie ist, über die wir auch diskutieren, ihr auch intern wahrscheinlich diskutiert, was ist mit Waldemar Anton? Ist nach wie vor Stand, dass man ihn halten will oder versucht man über ihn eben die Transfersumme zu bekommen, mit denen man schnelle Spieler, vielleicht Offensivspieler vielleicht, wie auch immer man da plant? Jan wird da wahrscheinlich einen Schattenkader dann zum großen Transparent, was ich im Zimmer oder im Büro haben. Wie sind da bei diesen konkreten Namen die Entscheidungen? Oder sind die überhaupt schon gefallen? Im Büro und zu Hause gibt es diesen Plan. Ja, genau, überall. Das verändert sich dann natürlich auch sehr, sehr beweglich. Ich kann da nicht alle Fragen beantworten, weil das sind eher Fragen, die natürlich auch der Jan beantworten muss. Das ist ja eher auch sein Gebiet, was die Kaderplanung angeht. Ich kann sagen, dass wir uns natürlich über jeden einzelnen Spieler, der hier noch unter Vertrag ist, in den letzten, sagen wir mal, 3 Tagen intensiv unterhalten haben. Wir haben Profile erstellt, wir haben Stärken und Schwächen diskutiert, wir haben uns auch über Spielmomente ausgetauscht, wir haben auch darüber gesprochen, was ist mit Spielern, dessen Verträge auslaufen, wie zum Beispiel Philippe, ist das nochmal eine gute Wahl für uns, welche Stärken hat er, was bringt er mit jetzt für die zweite Liga zum Beispiel. Wir haben natürlich auch über Spieler gesprochen, die jetzt diskutiert worden sind, wie Waldemar Anton und dergleichen, aber jetzt haben wir ja gerade mal diesen Prozess abgeschlossen, dass ich jetzt Trainer bin und der Jan Sportdirektor, es ist also relativ druckfrisch, ja, und natürlich werde ich jetzt in den nächsten Tagen das Telefon in die Hand nehmen und gerade mit diesen Spielern telefonieren und sprechen wollen, die jetzt ein bisschen auch mit Abwanderungsgedanken hantieren oder wo der Jan mir auch gesagt hat, müssen wir jetzt mal anrufen und mal gucken, dass wir die für uns bei der Stange behalten, sie hochmotiviert dann auch zurück bekommen können, wenn es dann losgeht mit dem Trainingsstart. Jan, von dir noch was zu ergänzen? Ja, also ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, jetzt da irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben. Ich denke, es ist relativ druckfrisch, wie der Trainer es gerade gesagt hat. Ich glaube,
dass wir Dinge vorbereitet haben, dass es jetzt an die Zeit gekommen ist, um dann bei verschiedenen Dingen auch auf den Knopf zu drücken und sich zu entscheiden. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt die nächsten Tage nutzen, um viele, viele Gespräche zu führen, um Dinge abzutelefonieren. Und dann werden wir natürlich versuchen, zeitnah auch bei diesen Personalien, aber auch bei anderen Personalien zu einer Entscheidung zu kommen. Natürlich ist es so, dass Waldemar Anton ist ein absoluter Topspieler. Ich glaube, es wäre ein Verteidiger, der in der zweiten Liga mit Sicherheit den Unterschied ausmachen kann und hoffentlich für uns auch wird. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages eine Entscheidung des Vereins und von Herrn Kind. Und wenn er sagt, die Wirtschaftlichkeit ist nicht gegeben und wir müssen den Spieler verkaufen, so wie es auch bei Niklas Füllkrug ist oder bei Bebu war, dann haben wir in der sportlichen Leitung das zu akzeptieren. Und trotzdem werden wir natürlich versuchen, Herrn Kind davon zu überzeugen, uns möglichst viele Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um einen bestmöglichen Kader zusammenzustellen. Dann bleiben wir mal ökonomisch hier auf der linken Seite. Florian Krebs von der Bild-Zeitung, hier vorne. Ja, auch von mir zusammen. Hallo erstmal, da oben auf dem Podium. Bleiben wir beim Team, nicht dem, was auf dem Platz steht, sondern dem Team, was einmal trainieren muss. Mirko, du hast es vorhin schon mal angedeutet gehabt. Und bei dem Team, was möglicherweise Jan Schlaudorf auch zur Verfügung hat. Mit welcher Unterstützung dürft ihr da rechnen? Stichwort Co-Trainer und Trainerstab und Stichwort Assistenz. Kaderplaner, Chefscouts, was es da so gibt. Kannst du besser machen, Jan, ne? Ja, also es ist natürlich so, dass ich das mit Herrn Kind klar besprochen habe, dass wir einen klaren Rahmen abgesteckt haben, dass ich gesagt habe, dass ich gerne drei Leute in meinem Team hätte, die mich unterstützen, weil es natürlich, das habe ich ja in den letzten Wochen schon erfahren dürfen, mit der täglichen Arbeit, mit dem Trainingsbetrieb, mit den Sachen, die drumherum anstehen, ich mich natürlich darauf verlassen muss, dass ich Leute habe, die loyal sind, die fleißig sind und die alles dafür tun, um diesen Club wieder nach vorne zu bringen und dafür sehr, sehr hart arbeiten. Und zum Team des Trainers ist es so, dass ich mit dem Trainer darüber gesprochen habe, dass ich glaube, dass wir in den verschiedenen Positionen sehr, sehr gute Leute haben, die mitgenommen werden wollen und auch müssen, die geführt werden müssen. Und das ist die Sache oder die Aufgabe des Trainers in Verbindung mit mir. Wir wollen versuchen, da wirklich eng zusammenzuarbeiten, um dann alle von unserem Weg zu begeistern. Gibt es auch schon Namen? Bald. Sven Töllner von Sky macht weiter, kleines Handzeichen und danach gleich Tobias Manske von der Hatz. Dann ist es ein kurzer Weg. Ja, Frage an Herrn Kind oder an Jan, je nachdem, wer das jetzt abgewickelt hat. Also bis gestern oder vielleicht sogar bis heute Morgen war ja de facto noch Thomas Doll hier Trainer. War der denn sagen wir mal, ernsthaft in der Verlosung, diese Aufgabe hier auch seinem Vertrag entsprechend zu erfüllen? Oder war das relativ schnell klar, dass Sie ohne ihn weitermachen wollen und wie hat er ja, darauf reagiert, dass die Wege sich trennen müssen? Gut, Thomas Doll, erst einmal meine persönliche Einschätzung. Er ist eine besondere Persönlichkeit, die ich kennen und schätzen gelernt habe. Er ist bodenständig, er ist loyal, er ist zuverlässig und letztendlich auch ergebnisorientiert. Warum er die, wir haben ihn ja verpflichtet, mit dem Ziel, den Klassenerhalt zu sichern. Warum dieses Ziel dann nicht erreicht werden konnte, das ist sehr schwer zu beantworten. Aber er war immer Realist genug, dass er wenig Argumente hat für eine weitere Tätigkeit. Und wir haben ja immer gesagt, wir wollen einen Neuanfang. Und unter diesem Gesichtspunkt wäre eine Fortsetzung schwierig, will ich es mal so beschreiben, sodass diese Entscheidung sich eigentlich abgezeichnet hat und jetzt umgesetzt wurde. Und er ist Profi und sein Vertrag läuft ja auch noch weiter. Wir haben ja die große Freude, dass wir viele Verträge haben, die wir voll erfüllen müssen. Das ist ja eine stattliche Zahl. Das ist nicht das Wunschkonzert. Die werden eingestellt, damit sie Ergebnisse liefern. Und wenn diese Ergebnisse nicht geliefert werden, zahlen wir die Zeche trotzdem. Und Thomas Doll ist aber ein Profi, er hat das akzeptiert. Und ich bedanke mich bei ihm ausdrücklich. Er hat mit dem Abstieg am allerwenigsten zu tun. Ich will jetzt hier keine Schuldzuweisung oder andere Bewertung vornehmen. Aber eins ist deutlich, er ist gekommen. Ob er die Prämissen des Kommens wirklich alle gekannt hat, kann ich nicht beurteilen. Aber er war immer bemüht,
die Entwicklung noch positiv zu wenden. Das ist nicht gelungen, das weiß er. Und deshalb war diese Entscheidung zum Schluss dann auch begründet und notwendig. Dann geht es weiter bei Silke Tobias von NDR 1 hier in der mittleren Reihe. Kommt von der Seite. Weitere Frage noch an Herrn Kind. Herr Kind, Sie haben ganz zu Beginn gesagt, dass der Neuanfang Zeit braucht, weil sportlich und strukturell viel verändert werden muss. Sie sagen andererseits aber auch, der Aufstieg ist wiederum eigentlich alternativlos. Also ja, das Wort habe ich diesmal nicht genutzt. Bewusst. Ja, aber, gedacht. Gedacht, ja. Okay. Also da beißt sich doch eigentlich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, oder? Nein, ja, jein, natürlich. Die Frage ist ja begründet. Das ist ja in sich erstmal ein erkennbarer Widerspruch. Aber Jan hat das ja gesagt, diese entscheidende Stellschraube aus meiner Sicht, wenn ich die Entwicklung der letzten beiden Jahre insbesondere beurteile, liegt in bestimmten Strukturen, aber insbesondere auch in der Zusammenstellung von Mannschaften, also das heißt Transferentscheidungen. Und da müssen wir jetzt, Jan hat das gesagt, Herr Slomka hat das gesagt, dass wir ja nicht viel Zeit haben. Hier das System, was wir erarbeitet haben, können wir noch nicht vollumfänglich umsetzen. Denn das würde uns im Moment einfach die Schnelligkeit von Entscheidungen nehmen. Wir brauchen aber jetzt eine gewisse Dynamik, damit wir bis zum Trainingsbeginn auch eine wirkliche Mannschaft zusammengestellt haben. Also in dieser Übergangsphase wird schon eine deutliche Flexibilität und Belastbarkeit auch des Gedankenaustausches und möglicherweise auch der Konflikte notwendig sein. Im Folgejahr wird das sehr viel strukturierter, auch rechtzeitig umgesetzt, erstmal diskutiert und umgesetzt werden können. Diese Zeit fehlt uns in dieser Saison. Wir haben 4 Wochen und wir wollen wirklich, ich sage mal, 80-90% der Mannschaft, wenn möglich, zum Trainingsbeginn auch dann hier haben. Deshalb müssen wir hier jetzt schneller entscheiden und wir können nicht das System, was wir entwickelt haben, vollumfänglich schon umsetzen. Aber es kommt. Das ist entscheidend. Ich hätte auch noch mal eine Nachfrage. Ja, bitte. Würde das im Umkehrschluss aber auch bedeuten, wenn Sie jetzt im Winter sehen, es läuft wieder nicht, dass Sie dann dem neuen Team für den Neuaufbau wieder keine Chance geben, kontinuierlich weiterzuarbeiten, um dann auch vielleicht mal zu sagen, okay, dann wird es eben halt erst im zweiten Jahr mit dem Wiederaufstieg. Also ich bestätige es ausdrücklich. Das haben wir intern auch so diskutiert, dass wir auch eine Mittelfristplanung hinterlegt haben. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem das Ziel haben, den direkten Wiederaufstieg zu erreichen. Aber es wird dann nicht wieder zur Entscheidung führen, um das etwas pauschal zu beantworten. Wir haben es verstanden. Ja. Gut, alles klar. Dann machen wir in der Reihe weiter. Aileen, bei Jonas Schemkus von der Hatz, kleines Handzeichen für Aileen, danke. Frage an Herrn Slomka. Herr Slomka, Sie haben ja gerade darüber geredet, was für Ansprüche die zweite Liga eben auch an Spieler hat. Die Ansprüche werden sicherlich an Hannover 96 nicht kleiner, dadurch, dass Mannschaften wie der HSV, wie Stuttgart, wie Nürnberg auch nächstes Jahr mit in der zweiten Liga spielen. Inwieweit ändert das denn die Herausforderung an einen Verein, wenn große Clubs mit so einem Prestige eben gegen einen umlaufen? Also 96 ist auch ein großer Club. Das Selbstbewusstsein sollten Sie schon haben als Hannoveraner. Ich freue mich, dass Herr Kind mir die Antwort vorwegnimmt. Wenn die schon nicht das haben, sehe ich auch erwarten so. Sie, dass die Nürnberg das haben, das ist ja naiv. Ne? Gut, okay. Ja, ich finde auch, dass wir Hannover 96 sind und natürlich auch diesen Anspruch haben, uns mit allen Mannschaften der zweiten Liga messen zu können. Übrigens sind das ja nicht nur die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Ne? Wir können auch andere noch aufzählen, mit St. Pauli und Bochum, das sind ja alles auch gestandene Teams. Aber es ist an uns, daran zu arbeiten, dass wir in eine Position kommen, dass die Mannschaften sagen, gegen Hannover 96 spiele ich jetzt gar nicht gerne, weil das wird wahrscheinlich wenig erfolgreich sein. Dann geht es weiter hinten bei Tobias Manske von der Hatz und danach bei Herrn Fischer von RTL Nord. Nur geholfen. Okay, dann machen wir erst Tobias Manske und dann da, wo die Handmeldung ist, da müssen Sie mir mit dem Namen helfen. Ja, hallo zusammen. Die Frage kann am ehesten wahrscheinlich Herr Kind beantworten, es sei denn, ich habe es womöglich irgendwo überlesen, aber wie lange gelten eigentlich die Verträge der Herren, die links und rechts neben Ihnen sitzen? Nicht unbefristet, das weiß ich. wäre gar nicht so schlecht, aber ich will jetzt nicht über Arbeitsrecht sprechen. Also 3 Jahre, 2 Jahre. So,
machen wir das auch. Jetzt einmal nochmal ein Handzeichen und sagen Sie uns bitte Namen und Medium, ein unbekanntes Gesicht. Moin. Ja, also ich bin Torben Ritzinger vom Kicker Sportmagazin. Bitte. Und meine Frage eigentlich an alle gleichermaßen. Ich weiß, dass unter den Fans zum Thema direkter Wiederaufstieg doch eine sehr große Skepsis herrscht. Außer die Kaderplanung, wie können Sie diese Skepsis nehmen? Was sind da Ihre Strategien? Ja, also ja, ich glaube, was heißt die Skepsis nehmen? Ich denke, dass im Fußball vieles am Platz entschieden wird. Und wenn wir erfolgreich sind als Mannschaft auf dem Platz, dann wird alles leichter. Und man hat das letztes Jahr gesehen. Ich mag das nicht immer. Ich denke, wir sollten anfangen, nach vorne zu schauen. Aber wenn man dann den Start genommen hat in die letzte Saison, wenn man das Spiel in Bremen gesehen hat, wenn man danach das Heimspiel gegen Dortmund gesehen hat, ich glaube, da waren sich alle einig, dass Hannover 96 nicht da landen wird, wo es letztendlich dann gelandet ist. Von daher, im Moment wissen wir, dass es eine große Herausforderung sein wird, weil wir viele Abgänge haben, keine Frage. Und wir wissen auch, dass wir jetzt hart arbeiten müssen, um diesen Kader auf die Beine zu stellen. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die Jungs, die noch da sind und die Jungs, die dann kommen werden, in der Lage sein werden, richtig zu marschieren. Und nochmal, es gibt Mannschaften wie Paderborn, wie Union Berlin, die es auch geschafft haben, in dieser Liga zu bestehen. Wir haben alle gesagt vor der Saison, es wird nur über Köln oder über Hamburg gehen. Und dann haben sich doch herausgestellt, dass Paderborn mit relativ wenig Mitteln und einer guten Einheit das geschafft hat. Von daher ist im Fußball vieles möglich und wir wollen versuchen, positiv zu überraschen. Ich würde es gerne ergänzen. Die Fans kennen doch nicht mal die Mannschaft. Aber Sie haben schon eine Meinung. Ja gut, ich denke, wir sollten erstmal abwarten, dass wir eine Mannschaft haben, dass sie spielt. Und dann kann man das auch unter Umständen argumentieren. Also im Moment schon eine Mannschaft zu beurteilen, die wir noch nicht mal kennen, ist eine immer sehr mutige Entscheidung. Also ich teile das, was Jan gesagt hat. Wir sollten der Mannschaft, wenn sie dann zusammengestellt ist, eine faire Chance geben. Und sie wird es dann auch auf dem Platz beweisen. Und der Sieg ist immer die beste Antwort. So, die Fragen gehen langsam aus. Stefan Hox von Radio 21 hat noch eine in der halbwegs im Zentrum. Jan, vielleicht nochmal so persönlich gefragt, wie fühlt sich das so insgesamt an? Du hast es ja selber gesagt, eigentlich kommt der zweite Schritt vorm ersten. Trotzdem ja vielfältige, spannende Herausforderungen und insgesamt natürlich auch ein tolles, breites, spannendes Feld. Wie fühlt sich das an? Und eine Frage noch an Sie, Herr Slomka. Was hat eigentlich Ihr Umfeld so gesagt, als jetzt durchsickerte, dass es dann sich finalisiert mit dem Engagement jetzt hier, dem Comeback bei 96? Wann kommt auch im Umfeld und bei Ihnen persönlich dann so die ganz große Aufbruchstimmung? Ja, also ich glaube, nochmal, ich glaube, dass ich sehr, sehr große Vorfreude habe, dass ich auch große Lust habe, dass mir das auch Riesenspaß macht. Auch die letzten Wochen haben mir schon viel Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz geht es nur im Team. Und wir werden versuchen, ein Team auf die Beine zu stellen, was mich unterstützt, was den Trainer unterstützt in seinen Tätigkeiten. Und dann, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ich glaube, die Fans wollen einfach sehen, dass sie eine Mannschaft haben, an die sie glauben können. Und wo sie sehen, dass die marschiert, wo sie sehen, dass die alles gibt. Und dann werden auch Spiele verziehen, die man dann vielleicht nicht positiv gestalten kann. Was sie nicht so gerne sehen, ist, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht erfolgreich, aber man hat das Gefühl, sie haben nicht alles gegeben. Und deswegen, glaube ich, ist es an uns, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sowohl charakterlich als auch von der Mentalität her alles gibt. Und dann, glaube ich, kriegen wir die Fans auf unsere Seite und dann können wir auch erfolgreich sein. Also zu meinem Umfeld. Also mein Umfeld ist überwiegend begeistert, mit Ausnahme meines Hundes vielleicht, der jetzt deutlich weniger Zeit mit mir verbringen darf, aber ansonsten ist mein Umfeld sehr euphorisiert. Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir es schaffen, dass ich es schaffe, auch eine Mannschaft zu begeistern für das, was wir wollen. Also wir haben einen Auftrag. Ja? Und ich freue mich total darauf, das tun zu dürfen. Aber es ist ein Auftrag, der an mich gerichtet ist, an Jan gerichtet ist, den wir weitergeben müssen an unsere Mitarbeiter und wir alle gemeinsam an die Mannschaft, an diesen Club und auch an die Fans, dass wir es zusammen schaffen können, wenn wir Begeisterung ausstrahlen, Zuversicht ausstrahlen und wenn wir vor allen Dingen wirklich unbändig daran arbeiten, jeden Tag, dass nicht nur jetzt erstmal eine Mannschaft zusammengestellt wird, die von den Fans dann auch akzeptiert wird, sondern dass wir auch dann eine Leistung auf den Platz bringen, die uns ja eine erfolgreiche Zukunft verspricht. Das ist unser Auftrag und dann ist es auch unwichtig, ob mein Hund
einmal weniger mit mir am Tag oder zweimal Gassi geht oder nicht. So, drei Fragen haben wir noch. Andreas Willeke, Florian Krebs, Jonas Schempkus. Ja. Andreas Willeke, neue Post. Dein letztes Engagement endete ja hier, glaube ich, am Tag nach Weihnachten, nach dem zweiten Weihnachtstag, kurz vor Silvester. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast, was du definitiv anders machen willst, dieses Mal bei 96? Oh, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich glaube, man lernt ja wahnsinnig viel dazu, auch in der Zeit, wo man keinen Job hat, aber auch in einer Zeit, wo man vielleicht woanders arbeitet und nochmal zurückblickt, auch auf eine Zeit, die unheimlich viel Spaß gemacht hat, die auch eine besondere Nähe hat zu einem Ort, wo ich jetzt ja hier Heimat auch zugesagt habe. Der Umgang untereinander und miteinander, die Gespräche, die Kommunikation mit den einzelnen Personen, die ja Verantwortung tragen im Verein, aber auch mit Menschen und Persönlichkeiten wie euch jetzt, wo ich ja viele noch kenne. Man kann vieles verändern, man kann, glaube ich, eine Menge daraus lernen. Und ich glaube, all das sollte dazu führen, dass ihr spürt auch, dass ich dazugelernt habe auf der einen Seite und würde mir natürlich auch wünschen, dass es von der anderen Seite zurückkommt. Aber ich habe aktuell den Eindruck, dass es eine hohe Akzeptanz gibt von eurer Seite und auch nicht nur das, sondern es ist irgendwie auch eine Zuversicht in dem, was ich lese, in dem, was ich höre, in dem, was ich sehen kann in den Nachrichten und natürlich auch im Umfeld. Und wir würden uns, glaube ich, alle wünschen, dass das dabei bleibt. Denn das würde uns wahnsinnig helfen. Das wäre schon ein schönes Plädoyer für den Schluss, wenn es sich noch Fragen gäbe. Florian Krebs von der Bild. Wäre in der Tat ein schönes Schlusswort gewesen. Schade, Entschuldigung, Mirko. Aber ich habe noch eine Frage, dass Herr Kitt wahrscheinlich der beste Ansprechpartner dafür zum Thema Geld. Die Kollegen haben geschrieben, sie haben eine Bürgschaft übernommen zusammen mit Herrn Rossmann. Sie müssen bis Ende Mai Bedingungen erfüllen, die die DFL erteilt hat. Die Ablösen, die bereits erzielt wurden oder demnächst erzielt werden für Spieler. Wie viel Geld steht für die neue Mannschaft zur Verfügung? Und stehen die Ablösesummen, die Ablösen zur Verfügung für neue Spieler? Mit welchen Planungen dürfen Herr Schlaudorff und Herr Slomka rechnen? Ja, ich habe ja viele Spekulationen auch über Zahlen gelesen. Ich will das mal freundlich beantworten. Bei manchen Zahlen, die da so durcheinander gebracht werden, ist es ein Spiegelbild, dass nicht immer alles unter wirtschaftlichen, bilanztechnischen, GMV-technischen Fragen immer auch richtig zugeordnet wird. Aber das ist okay. Deswegen meine Empfehlung, schreiben Sie mehr über Sport als über Wirtschaft. Sonst wird es immer ein bisschen schwierig, das alles seriös einzuordnen. Ich habe ja gesagt, ich will das nur sehr plakativ sagen, weil ich weiß, dass das schwer ist. Ich müsste, wenn ich es seriös machen will, in viele Fragen reingehen. Kann ich an einem Beispiel verdeutlichen, was da alles an Komplexität bilanztechnisch wirklich dahinter steht. Also wir haben, das ergibt sich aus den Lizenzierungsunterlagen, diese Saison werden wir mit knapp 18 Millionen Verlust abschließen. Das habe ich immer gesagt und das hat sich auch nicht geändert. Wer ein bisschen Fantasie hat, weiß, dass es noch sich erhöhen wird durch Personalentscheidungen, die wir getroffen haben. Das Zweite ist, die Saison in der jetzt zweiten Liga wird mit einem Verlust von 17 Millionen abschließen. Jetzt können wir die Transfererlöse, die wir erzielt haben, anteilig von diesem Verlust abziehen. Denn es gibt immer Restbuchwerte, wenn Sie dann schreiben 10 Millionen oder 12 Millionen, was Sie da auch immer fabulieren. Das ist, wir müssen immer die Restbuchwerte abziehen, denn das ist der wirklich zufließende, bilanztechnisch zufließende Mehrerlös, den wir erzielen. Und unter diesen Aspekten wir haben zwei Spieler jetzt transferiert, vielleicht hier eine persönliche Anmerkung, ich habe das Wort verramscht gehört, da kann ich nur sagen, die da schreiben, sind ahnungslos. Das muss ich ganz deutlich sagen. Man sollte sich sehr genau überlegen, welche Begriffe man bei welchen Themen auch wirklich belegt. Das ist nicht in Ordnung, das ist auch unseriös und letztendlich auch unwissend. Aber Märkte funktionieren eindeutig. Der Preis bildet sich am Markt. Ich kann bei Wolles kann ich auch 50 Millionen reinschreiben.
wenn der Markt nur 10 Millionen gibt, dann ist der Markt wert 10 Millionen. Da kann man schreiben, wir haben 40 Millionen verramscht. Natürlich kann man das sagen. Ist aber nicht seriös, weil es nicht die Wirklichkeit von Märkten widerspiegelt. Deshalb sind solche Transfersummen, die da festgeschrieben werden, bei Spitzenspielern sicher werthaltig, aber ansonsten ist es schwierig, weil der Markt Preisbildung gibt. Und bei dem Transfer wurde ja immer mit Gelsenkirchen bei Bebu fabuliert. Es gab nur einen Verein, der ihn haben wollte. Und das Gleiche gilt letztendlich für Füllkrug. Und dann bilden sich Preise. Und das sind dann die wirklichen Marktpreise, zu denen Spieler transferiert werden. Diese Erlöse, die wir dort erzielt haben, die können wir gegen die Verluste stellen. Damit reduzieren wir ja auch automatisch die Verluste. Und wir haben jetzt, die beiden haben wir abgegeben, wir wollten auch Planungssicherheit haben. Und den Rest haben eben andere die Finanzierung sichergestellt. Und jetzt werden wir, bis wenn es sein muss, bis zum 31. August unsere Entscheidung offen halten. Nur dann, wenn wir halbwegs angemessene Preise bekommen, dann werden wir nach heutiger Einschätzung, das wissen Sie alles, ein Wolles will nicht in der zweiten Liga spielen, er möchte gerne in der ersten Liga oder international spielen. Das Gleiche gilt für Haraguchi. Das werden wir aber nur entscheiden, wenn wir hier die Preise erzielen, von denen wir überzeugt sind. Das können wir bis zum 31. August im Notfall hinauszögern, wenn es notwendig wäre. Das ist auch unsere ganz klare Strategie. Und das Zweite ist, Sie haben ja Anton angesprochen, es gibt keine Anfrage. Ich finde es wirklich manchmal, wenn man das 20 Jahre macht, dann kann man manches nur noch schwer ertragen. Dass Sie immer spekulieren müssen, ist ja okay. Aber ich kann nur sagen, und das nehmen Sie doch einfach mal so hin, wie wir es sagen. Es gibt keine Anfrage. Warum soll ich mich mit einem Thema beschäftigen, das es gar nicht gibt? Das müssen Sie mir einfach erklären. Und Anton, das hat Jan gesagt und Herr Slomka, Jan spielt in unserer Planung eine wichtige Rolle. Jonas Schempkus von der Hatzo. Einmal Jonas mit dem Handzeichen helfen. Zum Abschluss vermutlich noch eine Frage an Herrn Kind, die auch um Geld geht, aber ein Rückgriff ist auf Ihre einleitenden Worte. Und zwar haben Sie gesagt, das Nachwuchsleistungszentrum steht eben auch im Fokus der Zukunftsplanung. Spieler wie Justin Nice, der einen Profivertrag bekommen hat, und auch Sebastian Soto, der gerade bei der U20-WM zwei Tore geschossen hat. Nicht unterschrieben, ne? Die zeigen, was für eine gute Arbeit im NLZ geleistet wird und dass das eben auch auf den Profibereich strahlt. So ein Abstieg in die zweite Liga kostet unglaublich viel Geld. Inwieweit, und in NLZ eben auch, inwieweit wirkt sich das für die Finanzierung des NLZs auch aus? Ja, die Frage ist ja begründet, denn ist klar, der Umsatz halbiert sich. Und damit sind natürlich die Dispositionshebel natürlich deutlich, deutlich reduziert. Aber beim NLZ haben wir gesagt, wir werden die Kosten 1:1 ein bisschen modifizieren. Es mag sein, dass wir mal 100.000 weniger da ausgeben oder hier oder dort, aber in der Tendenz werden wir diesen Haushalt uneingeschränkt fortsetzen, weil wir überzeugt sind, dass es ein wichtiger Baustein ist der Zukunftsstrategie. Deshalb wird es so bleiben. So, dann bitte. Plus, minus, also weil da kommen welche, andere gehen. Das sind natürlich immer Variable. So, die letzte Wortmeldung kommt da vorne, einmal ein bisschen höher mit dem weißen Hollister-Pullover. Und bitte Name und Medium. Damit Schmidt, Kicker Sportmagazin. Und zwar eine Frage noch und alle drei. Wie groß ist denn der Glaube an den direkten Wiederaufstieg im Hinblick auf die Finanzen oder auf den aktuellen Kader? Also ich will das gerne, weil ich muss ja immer wirklich, es zerreißt mich immer so ein bisschen. Also wenn ich wirklich richtig mal brutal formuliere, das wäre nicht freundlich. Es ist so, dass die Vereine Nürnberg, HSV, 96 und Stuttgart mit den höchsten Haushalten, die sind plus minus vergleichbar, mit den höchsten Haushalten in der zweiten Liga antreten. Und ich denke, das muss auch korrespondieren mit den Erwartungen, die man damit verbindet. Wie das mal eine abgelaufene Saison, wenn alle Informationen stimmen, die ich habe, dann hat der HSV einen hohen Haushalt gehabt, der irgendwo, ich will es mal weit nennen, zwischen 25 und 30 Millionen lag.
und Paderborn hatte einen von 6 oder 7 Millionen. Und in der Bandbreite, in dieser Range wird sich auch die neue Saison widerspiegeln. Also mehr kann man da wirklich nicht. Diese 4 Absteiger sind auch die wirtschaftlich stärksten Vereine in der zweiten Liga. Und deshalb sind das auch unsere Wettbewerber. So, sind noch Fragen? Die wollen mal was zu den Medien sagen. Die Türen zulassen. Ja, sind noch andere Fragen, glaube ich. Ja. Andreas Willecke von der Neuen Presse hier vorne. Ja, Jan, du hast gesagt, du hast was vorbereitet, ist was vorbereitet, dass man vielleicht nur noch auf den Knopf drücken muss. Heißt das, dass es ein paar Spieler gibt, mit denen du soweit fertig bist, dass du jetzt nur, wenn der Trainer abnickt, die verpflichtest? Das gilt natürlich auch für die Spieler, wo die Verträge auslaufen. Ich wollte damit nur sagen, dass wir natürlich Dinge vorbereitet haben in den letzten Wochen und versucht haben, Dinge auf einen Weg zu bringen, um jetzt vorbereitet zu sein, weil wir wissen, dass die Zeit drängt. Und um nochmal auf die Frage da hinten zu kommen mit dem Aufstieg und so weiter, nochmal, wir sind uns der Kompliziertheit dieser Aufgabe definitiv bewusst. Und wir wissen, dass es nicht einfach ist. Trotzdem wollen wir uns dem kurzfristigen Erfolg nicht verschließen. Und wenn wir in einen Lauf kommen und wenn wir es schaffen, zu begeistern und wenn wir es schaffen, so wie Paderborn auch, Spiele für uns zu entscheiden, die auf Messers Schneide sind, dann wollen wir das natürlich in diesem Jahr versuchen. Nichtsdestotrotz hat der Kind auch gesagt, wenn es ein Prozess ist, der vielleicht eine Saison dauert, dann sind wir uns dessen bewusst, dass wir das wirtschaftlich stemmen können. Und das ist der Spagat, den wir bewerkstelligen wollen. Und darum geht es eigentlich. Und wir können noch 100-mal davon sprechen, jetzt Wiederaufstieg und so weiter und so fort. Wir sollten uns an dem orientieren, was realistisch ist. Und realistisch ist, dass wir hart arbeiten müssen, um eine vernünftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, dass wir viel Kommunikation brauchen innerhalb dieser Mannschaft und auch innerhalb des Trainerteams und in Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung. Und dann müssen wir versuchen, hier etwas auf die Beine zu stellen, was vielleicht die Fans und das Umfeld und hoffentlich auch uns selber begeistert. Und alles andere spielt erstmal keine große Rolle. So, ich denke, jetzt haben wir wirklich das Schlusswort für die heutige Runde. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich denke, die Aufbruchstimmung ist spürbar. Wir freuen uns auf die neue Saison. Vielen Dank. Ja, machen wir nochmal. Wir werden es praktizieren.